Hi, mein Name ist Martin Kesici. Ich bin hier auf der 6. Trierer Tattoo Convention. Und damit ihr mal seht, was hier so abgeht auf der geilen Convention, führe ich euch gleich ein bisschen rum. Aber zuallererst habe ich die Ink Frances neben mir. Hi. Hallo. Sie ist halt tätowiert. Das ist so das beste Beispiel, was ihr... gar nicht auf der Brüste. Da habe ich aber... Doch, da hast du, zwischen den Brüsten ist auch tätowiert. Nein, du bist am ganzen Körper tätowiert. Das ist dein Beruf, in Anführungszeichen. Du bist dafür bekannt. Ich bin dafür bekannt. Tattoo-Model sozusagen. Richtig. Ihr könnt ihr auf Instagram followen. Daran könnt ihr sehen, was für hübsche Frauen hier rumlaufen, falls ihr nächstes Mal verpasst habt. Ja, schönen Dank. Wir sehen uns nachher noch zum Tattoo-Contest auf der Bühne. Du wirst dann die Preise übergeben und wir ein bisschen labern. Und dann würde ich sagen, vielen Dank erstmal und ich laufe jetzt mal eine Runde. Bitte schön. Dankeschön. Bitte schön. So, wir gehen jetzt einfach mal los und ich zeige euch mal, was hier los ist. Wir sind jetzt am Stand von einem meiner guten Tätowierer-Freunden, der Murmelmo. Murmel tätowiert gerade, ist mittlerweile auf Realistic spezialisiert, macht aber auch Aquarellsachen. Das sieht man jetzt gerade ganz gut. Wollen wir uns jetzt mal näher angucken? Komm. Wie lange seid ihr schon dabei jetzt? Keine Ahnung, hab keine Uhr, war in der Schule nie da. Es gibt ja eine magische Grenze. Man sagt immer so 3 Stunden, dann fängt es an weh zu tun. Bei dir ist aber noch alles okay, noch fit? Ich frag dich in einer Stunde nochmal. Auf der Tattoo Convention gibt es nicht nur Tattoos, sondern auch Zubehör zu allen möglichen Tattoo-Sachen. Sprich Tattoo-Maschinen, Tattoo-Farben, wie im Hintergrund hier zu sehen. Mittlerweile sehr viele Farbhersteller, die auch mittlerweile glutenfrei sind und vegan. Nein, Quatsch, ist natürlich Blödsinn. Aber alles, was das Tattoo-Herz begehrt, gibt es auch hier. Sprich Maschinen, mittlerweile auch Maschinen, die über Funk funktionieren. Man braucht keine Kabel mehr. Das hier gibt es alles. Was auch nicht fehlen darf auf einer Tattoo-Convention, Schmuck, Accessoires und Zubehör. Wie man hier am Stand sehr schön sieht. Jetzt sieht man gerade gar nichts, war so ein großer Mensch davor ist. Es macht aber nichts. Alles gut. Ihr seht also Ketten, Anhänger, für Portemonnaies, alles Mögliche. Nachher werden wir auch sehen, es gibt T-Shirts, also alles, was das Rock'n'Roll oder auch nicht Rock'n'Roll-Herz begehrt. Und es gibt hier einen sehr guten Krebsstand. Muss ich nur mal sagen. Hi, wie heißt du? Diana. Okay, was hast du? Oh, du hast hier Piercing? Nee, wie heißt das? Surface, ne? Surface? Ja. Warum? Weil ich schön finde. Gut. Siehst du, das war schon. War schlimm? Nee. Alles klar, viel Spaß noch. Wichtig ist halt, dass man sich in Ruhe umschaut auf einer Convention. Ja, man kann auch mit den Tätowierern reden, sprecht sie an auf eure Wünsche. Jeder hat einen speziellen, meistens Style. Ihr könnt Fragen größer, kleiner machen. Ihr müsst euch hier nicht tätowieren lassen, ganz klar. Aber kann man machen, ist meistens auch ein bisschen günstiger auf einer Convention. Man wird ja nicht nur tätowiert, sondern wichtig ist auch, an dem Contest teilzunehmen. Das ist natürlich immer eine gute Auszeichnung für den Tätowierer und auch für denjenigen, der natürlich das Bild gestochen hat. Wurde, also der das Bild hat jetzt, natürlich eine Ehre ist, wenn man den ersten, zweiten bzw. dritten Platz macht in den verschiedenen Kategorien. Und wir haben auch ganz kleine. Hallo. Emma, bist du tätowiert? Am Bauch? Zeig mal. Okay, danke. Und nochmal zum, fast zum Schluss, wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt es ja auch Mode. Ich meine, es gibt halt auf Tattoo Conventions auch Klamotten zu kaufen. Darum geht es eigentlich, dass hier nicht nur Tätowierer sind, sondern man auch Klamotten, Schmuck etc. kaufen kann. So, also zum Abschluss zu kommen, mal einen kurzen Einblick zu geben, was hier so los ist auf einer Tattoo-Convention. Kommt einfach vorbei, habt Spaß, hier sind alle nett, ihr könnt alle reden, mit allen Konversationen, halt ein Bierchen trinken, was essen. Und Bühnenprogramm haben wir auch, da bin ich nachher wieder drauf. Bis dahin, tschüss.